ist ein Tag wie jeder andere. Final Fantasy Tactics Advanced. Hallo Leute, der Walli wieder hier. Heute mit meinem neuen Projekt, Final Fantasy Tactics Advanced. Und ja, das lässt sich zu dem Spiel großartig sagen. Spiel in einem Land, aber mit Alverland. Und ach, das seht ihr ja dann nachher. Schneeballschlacht. Also man merkt eventuell, ich hab's schon mal gespielt, teilweise das auch schon. Ah Mist, warum dann nicht im schlechten Team? Ich werde garantiert verlieren, wo bleibt da der Spaß? Hey Mute, wo ist der kleine Bär heute? Ja, wenn ich das denn heißt, wie der Bär ist das? Ah, hat deine Mami dir den Bären gegeben? Was ist dein Problem, Neuling? Lass ihn in Ruhe, er wird sowieso nichts sagen. Er ist wie ein kleines Mädchen. Hey, das ist schlechte Diskriminierung. Ich kenne ein paar kleine Mädchen, die sich deinen Hinter zuholen können. Wow, Ritz, was ist mit dir los? Willst du in dem Team sein, richtig? Wollen wir tauschen? Sorry Leute, aber ich kann das nicht so sprechen. Wäre das besser, lass uns anfangen. Du solltest was sagen, wenigstens deinen Namen. Du kannst nicht für immer der Neuling sein. Dein Name. Okay, Marsch. Das ist... Na, kein W. Na? Na, komm schon. Kein W. V. Okay. Zum Bestätigen. Jo. Tut mir leid, Walburg. Du musst dich entschuldigen, Newt. Du hast nichts Verkehrtes gemacht. Deswegen spreche ich. Los geht's mit der Schneeballschlacht. Anfang. Beginn. Die Schneeballschlacht. Sehen. Du kannst deine Bewegung so oft wiederholen, wie du willst. Bereit zum Bewegen? Und ich sag das jetzt meinen eigenen Worten dazu. So wie sie jetzt steht, wäre sie in der Angriffsposition. Läuft im Prinzip immer so ab. Man bewegt sich, greift Gegner an, setzt Fähigkeiten ein, heilt Gegner, ja, typisch Final Fantasy. Es gibt hier Weißmagier, Schwarzmagier, Soldaten, Kämpfer und
und noch vieles mehr. Aber das kriegen wir sicherlich im Laufe des Spiels noch. Bäh. Oder auch nicht. Naja, das macht auch noch immer einen Unterschied, von wo man angreift. Nein. Von hinten und von der Seite ist die Trefferwahrscheinlichkeit im Normalfall, ja, ist eigentlich immer größer. Logischerweise. Ja. Viel Gequatsche. Kann auch, solange man dran ist, Glück auf B, die Leute durchsehen und kann genauere Infos über sie ausholen. Eine Schwester. So, bewegen wir Ritz hier mal. Aber hier. Und einen Schneeball von der Seite auf Guinness. Also. Zack. Lyle. Boah, der wirft gut. Ha, ausgewichen. Also, dass es so ist, wie das Intro und gibt das Tutorial des Spiels, wird noch anders. Hallo, Mute hat gesehen. Ja, das fand ich gerade schon gesagt. Das Leichte ist von der Seite auch von hinten zu treffen. Schneeball! Schleunigers Kantesen ist dann auch ein bisschen langweilig. Da hat hier so eine schöne Beschleunigungstaste. Hey, wir glauben, geht nicht, Jungs. Aber das kann ja doch am besten. Die Schweine. Hört ihr endlich auf? Was? Die halten uns an die Regeln. Klar, jetzt hier die ganze Zeit nur auf Mute. Alles in Ordnung, Mute? Ja, ich bin okay. Siehst du, er ist okay. Also wo liegt das Problem? Er weiß, dass ihr ihn nur mehr ärgert, wenn er etwas anderes sagt. Au. Mute, deine Stirn blutet. Was? Im Schneeball war ein Stein. Die Schweine. Hey, ich hab keinen Stein geworfen. Es ist Jutes Schuld, dass er so lahm ist. Er ist ein leichtes Ziel, wir müssen Punkte machen. Der Zweck heiligt die Mittel, was? Ihr Tipp ist halt schrecklich. Wenn du sagst, Weißlöckchen. Wie hast du mich genannt? Wir wissen, dass du dein Haar färbst, weil es sonst weiß ist. Ja, genau wie meine alten Oma. Haha, kleine zickige Oma. Komm hier rüber und sag das nochmal. Kinder, benehmt euch. Diese Schneeballschlacht ist vorbei. Lyle, Colin, Guinness, ihr kommt mit mir. Newt, wie geht's deiner Stirn? Sie ist okay, mir geht's gut, wirklich. Das war's für heute, der Rest von euch kann nach Hause gehen. Thank you.
Danke. Ich kann Rüpel nicht leiden, die auf kleinen Rumhacken. Diese Idioten. So, Walrock, was machst du später? Was? Wieso? Ich wollte ein Buch kaufen gehen und dachte, du möchtest vielleicht vorbeikommen. Können wir machen. Warum nicht? Mein kleiner Bruder kommt heute aus dem Krankenhaus. Krankenhaus? War er krank? Nein, er wurde damit geboren. Wir müssen regelmäßig mit ihm ins Krankenhaus. Wow, das ist hart. Was für ein Buch willst du denn kaufen? Über Monster und Magie und sowas. Leute schon ein bisschen auf Final Fantasy, ne? Ha, ja, mein Bruder. Natürlich, willst du mich da auch hin? Ich habe nichts anderes vor. Okay. Wunderbar. Wisst ihr, wo ich wohne? Im gelben Haus, richtig? Ich komme vorbei, sobald ich das Buch gekauft habe. Ich warte auf euch. Das tut mir echt leid. Tut mir echt sehr leid, bitte entschuldigen Sie. Herr Randell, wir erwarten eine gewisse Leistung, egal unter welchen Umständen. Es wird nicht wieder vorkommen. Keine Sorge, ich bringe hier alles in Ordnung. Oh, danke, danke. Danke fürs Warten. Sollen wir? Die? Das habe ich noch nie verstanden, wer die zwei sind. Sieh dir an, wie der Typ sich windet. Nein. Ich werde dich peinlich hören. Mute, du bist. Hallo, Papa. Ist die Schule schon aus? Ja. Ja, das sind seine Freunde. Musst du nicht da noch arbeiten, Papa? Ah, stimmt. Weiß der, immer beschäftigt. Gut auf Mute für mich aus, okay? Er hat früher für eine größere Firma gearbeitet. Als Mama starb, hatte er einen Zusammenbruch. Er ist nett. Nicht viele Eltern reden mit ihren Kindern. Er hat sicherlich viel in Urlaub gefahren und so. Nun, wir warten bei mir auf euch. Gut, wie viel weißt du über Walrock? Was? Viele Familien haben ihre Sorgen. Ich habe gehört, dass Walrock ohne Vater lebt. Ja. Gut, dann mache ich jetzt aber an dieser Stelle hier erstmal einen kurzen Break. Und dann würde ich sagen, bis gleich.